Aber blöderweise kann man das nicht so einstellen, dass man eine zwei, dass man auch hier eine Waffe reinlegen kann. Es gibt halt keine Waffensets in Baldur's Gate. Die kommen halt erst in Icewind Dale 2. Man kann in ganz Verrün am besten im Abenteuermarkt einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Habe ich hier irgendwas, was ich verkaufen möchte? Nö, Schutzformeln sind eigentlich gar nicht mal so unnütz, wenn man sie hat. Die Bücher, die bringen mir nichts. Den Dolch, den will ich nicht verkaufen. Den Bogen, da will ich auch erstmal nicht verkaufen. Die beiden Lederrüstungen. Ach, und den Helm. So. Ich warte. Auf geht's! Ja, natürlich. Das heißt, Bodys Herz. Öffnen wir mal den Behälter. Die ganzen Dolche da. Ach ja, ich habe vergessen, ich hätte ja das Horn noch benutzen können. Die Haarnadel und den Schlüssel der Schattendiebe. Und das hier. Und drei Bücher. Kann ich mal in meinem Spezialspind noch aussortieren? Beim Zirkus habe ich nie viel von den Städten gesehen. Sind sie alle so voller Leute wie diese hier? So, weil eigentlich sollte jetzt Schluss mit Vampiren sein. Ich war. Euer Wunsch ist mein Begehr. Und wir können uns auf den Weg in den letzten Akt machen. Juhu. Oh, rasten wollten wir vorher noch. Ein letztes Mal. Ja, wir sind jetzt schon bei über 300 Folgen. Schon ein ziemlich langes Projekt. Und dabei haben wir gerade mal das Hauptspiel durch und nicht, noch nicht mal das Add-on. Ja, schon erledigt. Seid ihr wieder mal zu weit entfernt? Ich hasse diesen geldgierigen Abschaum. Nein, wir sind Helden. Wir sind schlimmer als Söldner. Erzählt mir mehr davon. Keine große Herausforderung. So, das heißt, raus hier. Wechseln wir mal auf die Übersichtskarte, dass es etwas schneller geht. Und dann können wir zurück zum Unterreichausgang. Nun gut. So, Elhan, wir haben deine. Habt ihr euren Tierbegleiter verloren oder seid ihr eures Vertrauens einfach nur überdrüssig? Kommt so das Smelfies hochwertige Haustiere. Ich warte, was immer ihr Ihr wünscht. seid wieder da. Hier war es relativ ruhig. Ich denke, die Drow sind zufrieden damit, dass sie unseren Tempel zerstört haben. Sie haben noch keinen weiteren Vorstoß unternommen.
Bis jetzt. Ihr habt die Lafon. Sie ist nicht länger im Besitz des mörderischen Vampirs Bodhi. Ich spüre, dass sich das Blatt allmählich wendet. Ja, Bodhi, aber ihr hattet behauptet nicht zu wissen, wer die Lafon gestohlen hatte. Ja, und sie hat eine Menge erzählt, bevor ich sie umbrachte. Ihr habt Informationen zurückgehalten. Woher wisst ihr das? Ich erwähnte ihren Namen, aber ich habe nie gesagt, dass sie ein Vampir ist. Ja, und sie redete viel, ehe sie starb. Ich nehme nicht an, dass ihr wisst, was sie gesagt hat. Nehmen wir mal die 1. Ihr müsst es erwähnt haben. Ihr hattet offensichtlich eine Idee, wer es hätte sein können. Wir haben euch eine ganze Weile befragt, wenn ihr euch erinnern mögt. Vielleicht, aber ich habe nie gesagt, dass sie ein Vampir war. Warum lügt ihr und sagt, ihr hättet sie nicht gekannt? Versucht nicht länger, mich zu belügen. Ich habe nie gesagt, dass sie ein Vampir war. Das ist lächerlich. Bodhi kannte euch sehr gut, obwohl sie nicht schmeichelte. Nehmen wir die 1. Vielleicht nicht, aber ihr habt um Weihwasser und Flöcke gebeten. Man braucht nur 1 und 1 zusammenzuziehen, um die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Das hört sich ziemlich logisch an. Kommt schon, soll ich im Einzelnen erzählen, was Bodhi sagte? Lächerlich, warum reden wir nicht Klartext? Ich weiß, dass sie etwas verbergt. Bodhi hat das deutlich gemacht. Nehmen wir die 1, bleiben höflich. Alles, was sie oder der Verband der Irenikus sagen, ist mit Vorsicht zu genießen. Ihr tätet gut daran, wenn ihr deren Geschichten nicht denen erzählt, die sie nicht zu wissen brauchen. Also ist Irenikus jetzt der Verband, so bezeichnet man keinen Fremden. Vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen umhören. Es ist schrecklich schwer zu wissen, was man sagen darf, wenn man nicht weiß, was es ist, was man nicht sagen sollte. Verflixt, Senna, ich rühre keinen Finger, ehe ich nicht weiß, was hier vor sich geht. Ich kann nicht helfen, wenn ich nicht weiß, was hinter all dem steckt, Elan, sagt es mir. Nein, das dürft ihr nicht erfahren. Ich kann euch nicht erzählen, es euch nicht erzählen, Talisa, schiebt mir nicht zu. Die Verbanden Irenikus und Bodhi sind Verbrecher. Ihre Verbrechen wog schwer und ihre Bestrafung noch schwerer. Und so ist er nun zurückgekehrt, um sich irgendwie zu rächen. Es gelingt mir nicht, die große Schande darin zu erkennen. Das sagt mir nichts. Mit euch zu reden ist Zeitverschwendung. Also kam das Böse mit diesem Ausschreiten über euch. Na und? Mit diesen Außenseiten über euch. Nehmen wir mal die 1. Ihr versteht nicht und ich kann es euch nicht erklären. Wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr mit jemandem reden, der darin verwickelt war. Die Hohenpriesterin Demin wird es euch erzählen. Wir müssen in die Stadt durchbrechen und sie finden. Glücklicherweise haben mich meine Weisen eingeweiht, wie die Lathorn zu benutzen ist. Wir müssen gehen, aber die meisten meiner Elfen müssen zurückbleiben, um die Dwau aufzuhalten. Wir dürfen nicht an zwei Fronten kämpfen, wenn wir nachschauen, was in der Stadt ist. Kommt, Alisa, wir müssen uns von der Lathorn nach Suldanesalar führen lassen. Ich kann nur hoffen, dass uns der Verbannte eine Stadt hinterlassen hat, die man finden kann. Ja, immer noch nur Rätsel. Es ist hier. Ich kann es fühlen. Das Landhorn summt beinahe. Kein Zweifel. Tretet zurück. Ich will den Weg freimachen. Das Landhorn, ja. Die Lafon halt. Ah, wundervolles Suldanesalar. Ich war viel zu lange fort. Ich muss wissen, was Irenikus in der Stadt angerichtet hat. Bewegt euch mit Ehrfurcht, wenn ihr geht. Ihr geht an einem Ort, den nur wenige, die nicht zur Gemeinschaft der Elfen gehören, gesehen haben. Du kannst froh sein, dass wir euch helfen. Und ja, ich mache hier sicherheitshalber mal einen Save. Speichern. LP. Zum letzten Akt. Und dann betreten wir Suldanesalar. Sieht alles recht verwelkt aus. Geführt vom Licht der Rhynlatorne passiert ihr ohne große Anstrengung eine scheinbar undurchdringliche Wand von Bäumen. Die Stadt, die euch begrüßt, als ihr aus dem Wald heraustretet, wirkt auf euch inspirierend und zutiefst beunruhigend zugleich. Denn inmitten einer majestätischen Architektur liegen Dutzende von Leichen. Elfen, die bei der Verteidigung ihrer Heimat gefallen sind. Suldanesalar
ist fest in der Hand von Irenicus und seinen Günstlingen. Und er wird diese Stadt nicht kampflos wieder preisgeben. Das erwarte ich auch nicht. Es ist, wie ich befürchtet habe. Irenicus, dieser Wahnsinnige, hat seinen Zorn über die Stadt gebracht. Und schlimmer noch, ich kann die Magie spüren, die er entfesselt hat. Zerstörerische Magie. Illusionen der Rakshasa, bösartigen Geistern. Diese Kreaturen sind äußerst räuberisch. Es scheint, als wäre kein Abgrund tief genug, als dass Irenicus nicht noch tiefer sinken würde. Sultan Esalar wird belagert. Bei dieser Masse von Bestien, über die Irenicus gebietet, wird er nur schwer zu vertreiben sein. Ja, ich meine, ein direkter Angriff wäre das Beste. Lass deine Lakaien kommen, ich werde sie alle erledigen. Ich will die Stadt nicht zerstören. Was wäre wohl also die beste Vorgehensweise? Wenn ihr Vorschläge habt, dann macht sie jetzt. Ich werde nicht zulassen, dass er mich wieder schlägt. Lass uns die Vorgehensweise wählen, die mich am schnellsten zu Demmin bringt. Nehmen wir mal die zwei. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Nicht hinter der Stadt kann solch einem Angriff standhalten. Ihre Sicherheit muss Vorrang haben. Ihr müsst Elesime finden. Sie wird wissen, was zu tun ist. Auch sie ist euch nicht unähnlich mit dem Göttlichen verbunden. Allerdings durch einen viel wohlwollenderen Geist. Sollte das misslingen, sucht nach der Hohepriesterin Demmin. Wenn irgendjemand früh genug von Irenicus wusste und Vorkehrungen getroffen hat, wäre sie eine von den beiden. Geht, Talisa, ich werde dieses Gebiet mit einer Garnison meiner Elitesoldaten belegen. Wir werden die Leute in Sicherheit bringen, während ihr den inneren Teil der Stadt sichert. Schwärmt Außenmänner, sucht nach Überlebenden und achtet auf magische Illusionen. Ja, mein Herr, es geschieht, wie ihr befehlt. Ja, so dann ist Allah. Wir sehen sogar alles aufgedeckt, was praktisch ist. Können also das Haus des Horns sehen, den Tempel. Können uns also langsam vorwagen. Bis halt auf den Palast, weil da wird Irenicus auf uns warten. Und lauern. Wir sollten also erst einmal die Stadt sichern, also die Plattform, vielleicht noch den Weg hinten rum zum Palast. Oder den Weg halt zurückkommen irgendwann mal. Weil hier oben scheint es auch einen Weg zum Palast zu geben. Und da scheint es zur Waldlichtung zu gehen. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen. Und wir haben ein Level Up für Talisa noch gekriegt. Ja, machen wir mal das Level ab. Oh, ich habe den Schwierigkeitsgrad nur 1 hochgestellt, was allerdings nichts macht, weil wir haben ja nur gegen einen Gegner gekämpft. ETW um 2 reduziert einen Priesterzauber der 7. Stufe und ja. Implosion. Deva herbeizaubern. Gefallene Deva herbeizaubern, das können wir nicht. Energieklingen. Massenwiederbelebung, Klingenkugel. Der Zauber zapft die Energie der Natur an, um 2 Elementar mit je 16 Trefferwürfen herbeizuzaubern. Zu 10% ruft der Zauber statt Elementaren einen Elementarprinz herbei. Die Elementarprinzen sind die Herrscher aller Elementare auf ihrer jeweiligen Ebene. Der Elementarprinz der Luft heißt Shan. Der Erde heißt Sunis und der Elementarpriester des Feuers heißt Samanrul. Nö. Der Zauber wird durch eine extrem heiße Flammenaura umhüllt, die feinen Schaden zufügt und den Zauber selbst schützt. Der Zauber erhält Feuerresistenz und -4 auf Rüstungsklasse. Jeder Angreifer, der den Zauber aus seiner Entfernung maximal oder im Angriff, der leidet Schadenspunkte. 2 W10 plus 2 Schadenspunkte durch Feuer. Ja, das klingt gar nicht mal so schlecht. Aura des Flammenden, bitte. Einverstanden. So, dann stellen wir wieder hoch. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Spezialfähigkeit. Oder ist das ein Zauber, den ich lernen muss? Aura des Flammenden ist ein Zauber, den ich lernen muss. Schade, aber gut. Ja, damit.
Das heißt, ein Quicksave machen und einen Cut. Und dann erkunden wir dieses Gebiet. Vielleicht kann ich dann nochmal kurz das Gebiet verlassen und einen Screenshot von der Karte machen mit meinen Subs. Also, bis dann.